Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avorion. Heute wieder mit größerer Crew, und zwar dem Schattenwolf, Guten Tag. Markus Moin. Und Silkene. Hoi. Hoi? Hoi. Ja. Ist aber blöd, ich hab Heuschnupfen. Dann sei doch froh, dass es bei mir ist und nicht bei dir. Okay. Ja, und wie ihr vielleicht seht, ich bin ein bisschen weiter als das letzte Mal. Weil zwischendurch hat sich irgendwie an meinem Rechner was verstellt, der Audio-Codec von irgendwas war scheiße. Und ich konnte zwei Folgen wegschmeißen. Die eigentlich für Montag und Dienstag gedacht waren. Es war sehr lustig, er hat sich angehört wie ein Predator. Ziemlich genau wie ein Predator. Und lustig war es nicht. Wir haben uns einfach weggelacht. Ja, ich habe 2,5 Stunden gebraucht, um das Problem zu beheben. Ja, Wackelkontakt. Nein. User. Meine Lösung dafür war irgendwann, ich habe Outer City nochmal geöffnet und danach ging alles wieder. Weiß der Geier, was es war. Und Piraten. So, während ich hier die Piraten zerlege, ihr hattet irgendwelche Fragen noch? West, Mitte, Barriere überspringen. Gut. Kennt ihr die Xautan-Artefakte? Habt ihr davon schon mal eins gesehen? Eventuell, wenn ihr einen Mobile Turret Mount Merchant mal im System hattet und den angehandelt habt, habt ihr da ein Modul gesehen, was 3 Millionen kostet. Jo. Und gekauft, ja. Ja. Das ist eins der Artefakte. Da ist eine gewisse Anzahl an Kratzern dran. Es gibt insgesamt 8 Artefakte. Diese 8 Artefakte braucht man alle. Die findet man über verschiedene Quests. Das eine ist zum Beispiel Boss Works, so ein Piraten- oder Banditenboss, der easy zu legen ist. Dann die KI, die ein bisschen schwieriger zu legen ist. Und etliche weitere Quests. Zum Beispiel die Operation Exodus und so ein Schmuggler. Boss, den man legen muss. Wenn man alle 8 Artefakte hat, muss man ein System am Rand vom Kern finden, in dem kreisrund 8 Minen von 1 bis 8 durchnummeriert halt im Raum schweben. Das System habe ich schon gefunden. Oh, geil. Ich muss mir das notieren. Ich habe ein System gefunden. 2 Asteroidengürtel, die in Ringen angeordnet sind, wo sich die Ringe so halb überschneiden. Ja, das ist, glaube ich, irgendein Deko-Ding. Also ich das sah cool aus. Ja, das sieht ziemlich cool aus. Es gibt ja auch immer wieder Ringe, wo Kampfschiffe um einen riesen Asteroiden drumherum sind. Und wenn sie anschwungt, eins der Schiffe und die Predigt stört, dann die ganzen Schiffe ziemlich aggro werden. Ich habe aber auch noch nicht ganz rausgefunden, wofür das dann nötig ist. Ich vermute noch irgendeine Quest, die entweder noch kommt oder ich noch nicht gefunden habe. Jedenfalls, wenn ihr alle 8 Artefakte habt von den Xautern. Ich meine, das letzte wäre, wenn ihr bei einer Forschungsstation 5 legendäre Upgrades zusammenforscht, kriegt man ein Artefakt raus. Das letzte. Da müsst ihr 8 kleine Schiffe bauen. Alle einzeln. Auf jedes davon ein Artefakt packen. Und das Schiff mit dem Artefakt Nummer 1 neben die Mine Nummer 1 stellen. Das Schiff mit dem Artefakt Nummer 2 neben die Mine Nummer 2 etc. pp. Dann öffnet sich ein Wurmloch und oder ein Gate oder ein Wurmloch meine ich und ihr könnt in den Kern springen, euch da Avorion besorgen und mit Avorion Hyperraumkernen kann man alle Raumspalten überspringen, die es dann gibt. Also auch immer raus und reinspringen. Okay. Das ist im Prinzip alles. Also ihr müsst nur alle Artefakte sammeln. In Anführungszeichen nur. Ja, machen wir, Markus. Auf dem letzten Server war ich... Ich glaube, ich hatte 3. Also ich habe jetzt schon 2. Welches? Ich habe das vom Händler. Müsste und Nummer 3 oder 4 sein? Nummer 4 und ich habe Nummer 3. Ich bin so ein Piraten reingesprungen. Bossworks. Genau. Jo. Und ja. Das sind so ziemlich mit die einfachsten. Habe ich mir gedacht. Dann
Das erste ist Operation Exodus, wo ich hier praktischerweise gerade den Sender hier irgendwo im System rumfliegen habe. Falls ihr so einen Sender schon mal gefunden habt, kriegt ihr die Mission Operation Exodus. Das gilt allerdings nur für einen Spieler immer. Okay. Also diese Sender tauchen für jeden Spieler einzeln auf. Wenn einer die Mission angenommen hat, die sind unterschiedlich durchnummeriert, kann der die abschließen, danach ist die allerdings leer. Ihr müsst also im Prinzip immer nur den Sendern hinterherfliegen und irgendwann kommt ihr an einen Punkt, wo dann was passiert. Das will ich euch nicht spoilern, das ist eigentlich eine nette kleine Story. Genau, die Exodus-Mission habe ich schon angenommen. Und die werde ich jetzt auch mal versuchen zu machen. Ich muss nur den zweiten Sender finden. Ach ja, und da Silkene und Markus ein bisschen vorgespielt haben, seht ihr in meinem System, Silkene hat mir einen wunderbar schönen exotischen C43-Detektor geschenkt. Hihi. Das heißt, ich habe jetzt wieder meine Gelddruckmaschine und kann ein bisschen Kohle verdienen. Ja, ich brauche wieder Geld, ich bin unter 20 Millionen gefallen. Mann, bist du pleite. Knapp über eine Million Trinium, Xernium. Alter Schwede. Ihr sagtet, ihr habt eine Station gefunden mit ein paar Millionen drin, ne? Zwei. Eine Station mit 2,5 und eine jetzt mit 3,5 Millionen. Ja, die hatte, ja. Sehr nett. Ja, mit so einer fetten Banditenflotte möchte ich mich jetzt noch nicht anlegen. Nicht mit einem Titan-Naonid-Schiff. Gut, dann lege ich mich halt doch mit der Piratenflagge flotte an. Hier sind zu viele von denen. So viele gibt's nicht, ist alles Loot. Genau. Schilde sind noch nicht so dick. Ich
glaube, in der Mitte von denen muss ich mich irgendwann verbissen. Na, Feigheit vor dem Feind? Ja, nur keinen Bock, mit Materialien zu sammeln, um mein Schiff wieder zu reparieren. Ich nehme so viele mit, wie ich mitnehmen kann. Helfen können wir ja leider nicht. Oh, ne, will ja keiner. Oh. Na, fällt mir zu viele Schilder halb runter. Kein Bock. Muss es ja auch nicht übertreiben. 5 Sekunden später. Ist nix. Ich bin rausgesprungen, fertig. Sag mal, Schattenwolf. Sag mal, Saltin. Die Exodus-Sender waren immer eigentlich in 2 Systemen fast nebeneinander, ne? Nein, die Exodus-Sender musst du einzeln suchen. Nein, nein, die beiden anfangs. Du kriegst ja am Anfang von jedem Sender nur eine Koordinate. Und dann geht's doppelt los. Sobald du beide Koordinaten hast, ja, dann taucht der nächste Sender auf. Ja, ja, den ersten einzelnen habe ich. Aber ich finde den, muss gerade den zweiten suchen. Und ich dachte, eigentlich hatte ich im Kopf, die wären immer direkt nebeneinander. Wie war das denn jetzt nochmal mit dem Hangaren? Du selbst, ja. Du kaufst Schiffe, fertig. Schweine haben mein Geschütz weggeschossen. Das merke ich jetzt erst. Mann, ey. Gehe mal davon aus, dass ein Hangar mit der Größe 1 nicht sehr produktiv ist. Nein. 1 bis 13. Ein Mining hat teilweise braucht, also ein Mining-Jäger zum Beispiel braucht teilweise 2, 3 Platz, schon mal 4. Nachdem, welche Qualität. Also ich meine, die größten Jäger, die ich mal so gekauft habe, hatten Größe 7. Deswegen habe ich meine Hangars immer auf 7 bla 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 gebaut. Also Endgame-Hangar. Ich glaube, für Mining-Schiffe reicht das wirklich, wenn du 3 oder 4 machst. Also ich habe Mining-Schiffe, die sind 4 groß.
Ja. Dann passt das ja. Ich nehme hier schon so einige Eigenheiten von Gronkh an. Kohle, 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 Kohle. Nein. Kohle. Oh. Ich sage jetzt das ganz böse Wort. Ich werde hier gerade zum Symmetrie-Nazi. Ach. Wenn es unsymmetrisch ist, sieht es halt scheiße aus. Das ist ja keine schlechte Angewohnheit. Käsekenne, ich glaube, ich habe das Wurmloch gefunden, was du meintest, was auf die andere Seite der Galaxie führt. Wo denn? Minus 131 zu minus 325. Nee, minus 35, minus 153 meinte er. Okay, dann habe ich noch ein weiteres gefunden. Aber meinst du, ich finde den zweiten Sender? Wenn du schon so fragst, dann wahrscheinlich eher nicht. Exactly. So kann man auch Geld verbrennen. Ich hab Mining-Schiffe draußen. Sultan springen rein, 30 Mining-Schiffe kaputt. Oh. Das tut weh. Also wenn man pleite ist, tut das weh. Das tut jetzt auch weh, weil finde mal 30 Mining-Jäger neu. Jo, ne? Die sollte man nur in System verwenden, wo es echt leer ist. Das nützt dir nichts, auch da können ja Xoltans reinspringen. Aber du kriegst ja vorher eine Warnung. Subraumsignale. Ich bin mir noch nicht sicher, soll ich jetzt jedes System einzeln abfliegen oder unseren Radius festlegen und die gelben Blips abfliegen. Bisher habe ich wenig Erfolg. Ich glaube, ich gehe gleich doch erstmal farmen.
Ihr war der erste Sender. Also, Glanzer hat was rausgefunden, es kommt bald ein neuer, größerer Patch. Mit etwas Pech müssten wir neu anfangen. Oh nö. Aber ist auch cool, dann kommt Gildensystem und sowas rein. Oh geil. Das Schiff hatte es übertrieben. Wieso? 27 Geschütze und Module, weiß bis blau. Und ein gelbes. Bitte? Aus einem Schiff. Bitte? Leck. Nicht bei mir. Eine riesen Xotan-Flotte ist gerade in mein System gesprungen. Ja, dann leck's, ja. War eine richtig riesen Xotan. Dann mach's ja kleiner. Ich bin gerade am Umbauen. Ich habe gerade alles an Geschützen demontiert. Dann lauf. Oder vertrau deinen Schilden. Und sagen wir es mal so, ich habe 9000 Schilde und 34.000 Hülle. Die Schilde sollten ja im Moment reichen. So, 2-3 Sekunden. Wir gehen jetzt einfach mal nicht auf diesen Notfall und diesen SOS-Notruf. Sind eh wieder Piraten.
zu viele gespeicherte Schiffe. Habt ihr eigentlich eventuell in dem Bereich, wo ich hier unterwegs bin, Naonit-Level einen Abwrackhof für mich? Wo bist du unterwegs? Da bei dem Wurmloch, was ich meinte. Moment. Ich bin gerade auf minus 126 zu minus 327. Da irgendwie was in der Nähe. Muss auch nicht unbedingt in der Nähe sein. So, dass ich nicht die komplette Galaxie muss. Wirklich, den Bereich habe ich quasi übersprungen. Doch, Wertstoffhof. Ja. Minus 131, minus 316. Wo bist du gerade? Ich? Ja, nochmal. Minus 126 zu minus 327. Ich fliege jetzt erstmal eben zu dem Wertstoffhof in die Richtung. Abwracken geht mir doch schneller als stumpfes Farmen. Ja, sonst habe ich da auch nichts. Ja, minus 138, minus 317 ist noch einer. Ja, da sind zwei nebeneinander mit einem Wurmloch, also mit einem Gate verbunden. Wunderbar.
So, und während ich dahin fliege, bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Guckt auch gerne mal beim lieben Schattenwolf vorbei, wenn der auch gerade nicht aufnimmt. Auf seinem Kanal ist ja auch immer wieder was zu finden. Die anderen beiden haben, soweit ich das weiß, keine Kanäle. Nein. Oder soll ich euch mit irgendwas anderem verlinken? Mein Konto? Ich glaube, das bringt nichts. Dann nicht. Okay. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.